Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind hier gerade momentan am Zora-Wasserfall, wo ich jetzt gerade auf der Suche nach ein paar Goldinsekten bin. Also mir fehlt ja jetzt noch ein einziges, um ein paar zu komplettieren. Und ich hoffe mal, dass ich es hier irgendwo tatsächlich noch finde. Also ich sehe ja schon mal hier irgendwas leuchten, also mindestens ein Goldinsekt. Und ich sehe auch sogar eine Geisterseele hier herumschwirren. So, dann probieren wir mal unser Glück gleich hier vorne. Ich habe ja gleich hier vorne eine Goldinsekten gesehen. Ich hoffe mal, das ist jetzt auch das, was ich noch nicht hatte. Obwohl, das andere habe ich ja, glaube ich, ja irgendwo am Fluss Oberlauf gesehen. Also müsste das ja eigentlich die Ergänzung sein. Ich hoffe es zumindest mal. So, nehmen. Libelle männlich. Ihr goldener Körper erfreut. Ja, gut, das ist es sie. Das ist sie, ja. Gut, damit hätten wir also auch schon die Libelle vollständig. So, fehlt jetzt eigentlich nur noch hier das hier und das hier. Sind beide irgendwo in der Nähe von Kakariko zu finden, aber bevor ich jetzt dahin reise, werde ich mir jetzt erstmal noch den Geist hier holen. So, also erstmal hier schneller zum Wolf werden, damit wir überhaupt unser Gespür benutzen dürfen. So, und da ist ja das Vieh. Komm runter da, du Sack. So. Und. Erwischt. So, findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Alles klar, gut. Dann hätten wir die auch schon fertig. Muss ich jetzt mal überlegen. War jetzt eigentlich unterhalb des Oberlaufs jetzt eigentlich noch irgendwas? Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich könnte ja mal kurz so runterfahren und nachschauen. Schön, können wir mal hier nachsehen, aber ich glaube, hier hatte ich den Geist auch schon längst erwischt. Ja, genau, hier war ja auch so einer, den ich auch schon längst gehabt habe. Ja, gut, das ist also erledigt. So, gut, dann werde ich mich jetzt erstmal hier in Ruhe verstecken und wieder zum Menschen werden. Obwohl, hier kann ich ja jetzt momentan sowieso nichts machen, weil bis die Nacht vorüber ist, das dauert ja noch eine Weile. Also, warp ich mich jetzt erstmal und werde jetzt erstmal noch ein bisschen die Zeit totschlagen, bis es wieder Tag ist. Und dann komme ich ja gleich dann wieder hier zurück zum Fluss Oberlauf. Okay, hier ist sogar das Kakariko-Tal und hier die Eldenbrücke. Ja, zur Eldenbrücke kann ich ja leider noch gar nicht. So ein Scheiß. Ja, aber das hier sind eigentlich sogar die beiden Gebiete, die ich noch machen muss. Okay, das ist Hylia-See, das ist das hier. So, mehr ist dann hier eigentlich auch gar nicht. Also das hier ist mein Ziel, das Kakariko-Tal. Da will ich jetzt das andere Goldinsekt finden, das jetzt noch dazugehört. Das war jetzt, glaube ich, ja irgend so ein Mistkäfer oder so. Wenn ich mich nicht irre. Muss ich jetzt mal gucken. Also es war ein Mistkäfer, glaube ich. Okay, und hier höre ich schon mal sowas glitzern. Aber ich glaube, das war ja diese männliche Variante erst. Und da fällt mir eigentlich ein, hier war ja noch irgendwo so noch so ein Höhlensystem, in dem ich auch noch ein Herzteil finden konnte. So, das ist die Kellerassel. Achso, ja, da hatte ich ja schon bereits ein Exemplar dieses Insektes. Deswegen suche ich mir jetzt noch irgendwo ein anderes, während dieses mich ja hier so netterweise heilt. Und da vorne sehe ich ja auch schon einen Felsen, der jetzt einen Weg versperrt. Also ich denke mal, ja gut, bevor ich mit der Goldinsektensuche weitermache, gehe ich jetzt erstmal durch diese Höhle und schnapp mir das Herzteil, das dort versteckt ist. So, bin mir jetzt allerdings nicht sicher, wie weit ich jetzt da kommen werde, weil ich hätte ja wahrscheinlich meine Lampe hier brauchen. Aber wenigstens ist es nicht allzu dunkel hier, aber ihr seht ja schon, eine Menge verzweigter Gänge. Und weil ja auch hier Spinnnetze sind, sind natürlich die großen Achtbeiner auch nicht fern. Aber das soll mich nicht weiter stören, mit denen werde ich ja schon fertig. So, das ist ja so ein Vieh, so ein Springteil. So, der ist auch weg. So, kann ich jetzt erstmal hier so mal kurz die Lampe anzünden. Ja, könnt ihr aber schon mal hier ganz gut erkennen, das ist ein verdammt verzwecktes Höhlensystem. Und hier sind Ratten. Wie geht. So, hier haben wir schon mal ein Ende. So, warte mal, das Herz nehme ich mal mit, damit ich wieder geheilt bin. Okay, dann gehe ich mal hier so längs. So, hat natürlich auch nicht viel gebracht. So.
Gehe ich jetzt erstmal hier lang? Ich denke, ich gehe erstmal hier lang. Ah, man kann aber mal sehen, wie sehr sich das hier abzweigt. Und hey, da ist ein Geist. Sehr gut. Also, hat sich ja gut gelohnt, hierher zu kommen. So, wollte ich jetzt mal kurz gucken, wie viele habe ich schon? Erst 8 Stück. Das heißt noch nicht mal die Hälfte für die nötige Anzahl, um Giovanni wenigstens erstmal wieder ein bisschen Bewegung zu verschaffen. So, da sehe ich auch schon die hässliche große Spinne. Gut, dann machen wir hier mal ein Lämpchen an und da ein Lämpchen an. Und ich glaube, das ist dann sogar auch schon die Truhe mit dem Herzteil drin. Na schön, machen wir mal jetzt hier auf. Und Tatsache, es ist das Herzteil. So, fehlen jetzt nur noch 2 Stück und dann habe ich wieder einen neuen Herzcontainer. Wahnsinn. Okay, gut. Dann werden wir jetzt auch mal noch den Rest hier erforschen. So viel Zeit muss ja sein. Bin ich ja mal gespannt, was ich hier noch so alles finde. Vielleicht noch ein Geist. Ein bisschen Geld. Man kann ja alles hier gebrauchen, nicht wahr? So, das ist wieder schon so ein großes Ding. Au! So, zack. So, okay. Soll ich hier nochmal anzünden? Ich müsste mal langsam mal bald wieder ein neues Öl zulegen. Weil die Lampe werde ich später sowieso noch brauchen. So, erstmal hier ein violetter Rubin. Wunderbar. Alles klar, dann hätten wir die jetzt auch schon fertig. Dann gehe ich jetzt erstmal ein Stück. Warte mal, hier so lang vielleicht? Also gut, hier ist jetzt eigentlich kein weiterer Weg mehr, der so abzweigt. Nur jetzt noch da unten. Okay, dann schauen wir uns mal jetzt nochmal diesen einen Weg an. Und dann sind wir auch schon gleich hier durch. So, blöde Pflanze interessiert mich nicht. Okay, hier zweigt sich das schon wieder. War nicht allzu sehr. Also hier ist ja gleich wieder Sackgasse. Also hier ist nix. Und wow. Da fällt mir eigentlich ein, das kann ich ja gleich mal hier gleich erledigen. So, dann nehme ich mir gleich mal sowas hier mit. Du erhältst gelbes Schleimgelee in deine Flasche. Bereite deine Lampe vor und ja, super. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt, dann kann ich ja gleich hier schon mal Öl nachtanken. Ist ja mehr als perfekt hier. Das ist ja super. Dann habe ich ja wenigstens jetzt schon mal wieder ordentlich was zusammen. So, und da ist wieder die Spinne. So, und zack. Okay, und da ist jetzt nur noch eine kleine Kiste mit wahrscheinlich etwas Geld drin, oder? Also, umzwacken. Ja, yeah, ich bin reich, Leute. So, gut, dann haben wir jetzt also das hier auch erledigt. Herzteil abgegriffen. Eine Pflanze hat mich jetzt gebissen. Und wir haben sogar ein wenig Geld dabei. Aber es ist egal, dass die Pflanze mich gebissen hat. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, jetzt werde ich jetzt nämlich wieder mal daran setzen, dass ich die scheiß Kellerassel finde. Das weibliche Gegenstück davon. Und es ist schon wieder dunkel hier draußen. Und ich sehe da wieder einen Geist. Das ist ja perfekt. Je mehr Geister ich einfangen kann, desto besser. So, erstmal hier wieder zum Wolf werden. So, da ist ja das Vieh. Und Geisterseele eingefangen. Yeah. So, damit hätten wir also schon wieder eine weitere. Ah, komm schon. Stimmt, blöder Vogel, oder eben nicht. Lass mich bloß in Ruhe, ey. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, es könnte nämlich auch sein, dass das eine Goldinsekt irgendwo hier auf einem Felsen, ich glaube sogar hier, wow, verdammt, 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 verdammt. Alter, hörst du auf zu nerven, Mensch? War das, kann das sein, dass das jetzt irgendwo hier weiter unten war? So, da brauche ich jetzt erstmal hier wieder mal meinen Greifhaken. So, packe ich mal mit hier der Schnellauswahl rein. So, nee, bis da hinten runterziehen geht leider nicht.
Und wenn ich mich dahin ziehe, das bringt mir leider nichts, denn ich brauche nämlich leider... Sag ich schon mal vorweg, ich brauche einen zweiten Haken dafür, also ohne einen zweiten wird das nichts. So, hier ist nur irgendwo ein Fels nirgendwo. Also nicht weiter wichtig. So, ich denke mal, ich verwandle mich mal wieder hier in den Wolf, damit ich etwas schneller rennen kann. So, macht es mir auch schon ein bisschen leichter, das Gebiet hier etwas größer weiter abzugrasen, bis ich jetzt endlich das andere Insekt gefunden habe. So, hier geht es nur nach draußen, da will ich aber nicht hin. So, da geht es in die Höhle rein. Ich glaube, ich sehe es da hinten schon. Wow, oh, es blitzt und donnert. Oh, wow, 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 ist das cool. So, ich vermute ja mal hier irgendwo hier hinten vielleicht. Obwohl, nein, hier ist es tatsächlich. Es ist tatsächlich hier. Okay, ich sehe es. Es ist ja schon. Okay, und schnappen wir es uns. Ja, yeah, Kellerassel weiblich gefangen. Ihr goldener Körper, ja, ist immer ein... Erfreut jeden Insektenliebhaber. So, wollen wir mal kurz gucken. So, die andere war nördlich von Kakariko die Ebene. Das letzte Goldinsekt, das wir jetzt noch holen können, die Heuschrecke. So, die anderen gehen ja leider momentan noch nicht und es wird schon langsam wieder Tag. So, ich hoffe jetzt nun mal, dass ich das zeitlich gesehen noch schaffe, jetzt das Goldinsekt zu holen und dann anschließend jetzt nach zum Flussoberlauf der Zoras zu reisen, damit ich da eben halt jetzt... Warte mal. Los geht's. So, wir haben es fast geschafft. Nur noch dieses eine Insekt und dann sind wir endlich durch hier. Und dann mache ich endlich die verdammte Kanufahrt, damit ich meine dritte Bombentasche kriege. Wird aber auch langsam Zeit. So, warte mal, was fehlt mir eigentlich sonst noch alles? Was hätte ich mir sonst noch alles jetzt zu diesem Zeitpunkt holen können an Items und so weiter? Also ich habe jetzt erstmal den mittelgroßen Köcher, den ganzen großen Köcher, den kann ich erst später holen, wenn ich den zweiten Greifhaken habe. Dann noch die dritte Bombentasche will ich jetzt holen und dann kann ich mir sogar sie noch auf Maxi-Bombentasche erweitern lassen. Und dann kann ich sogar noch eigentlich am Hylia-See noch ein Herzteil bekommen. Und zwar, wenn ich als Wolf ein Minigame mache, das ist ja auch eine gute Sache. Also kann ich echt schon eine Menge machen, bevor ich überhaupt mit der Story fortfahren muss. Oh yeah. So, bin ich ja mal jetzt gespannt. Wo könnte jetzt das letzte Insekt sein? Also ich weiß, das eine habe ich jetzt irgendwo... hier so gefunden, hier in diesem Bereich. Das heißt also, das andere könnte jetzt irgendwo weiter hier im Westen sein. Möglicherweise sogar in der Nähe der Eldenbrücke, wenn ich mich nicht irre. Das könnte schon hinhauen, so. Ich glaube, das war sogar bei der Eldenbrücke. Die ja jetzt eigentlich kaputt ist. Also, warte mal. Also, ich glaube, das war jetzt das, was ich zuletzt gefangen habe. Okay, da vorne war's. So, wollen wir mal schauen. Sammeln wir es mal ein. Ja, tatsächlich, das ist die weibliche Heuschrecke. Also die andere, ja, du hast schon ein Exemplar dieses Insekts, also kannst du das hier wieder getrost freilassen und... Alter, sag mal, wo kommt ihr Penner auf einmal her? Das gibt's doch nicht. Ey, Mann, das ist doch nicht wahr. Jetzt machen hier schon die Moblins auf ihren Wildsäulen hier so einen Ärger. Echt mal, das geht doch gar nicht. Egal, na gut, dann werde ich jetzt erstmal kurz gucken. Also es, ich glaube mich wirklich daran zu erinnern, das war da hier irgendwo bei der Eldenbrücke, die ja jetzt momentan immer noch kaputt ist. Aber die kann ich ja demnächst zum Glück auch reparieren, also das ist keine große Sache. Ich weiß ja, wo das Brückenstück ist und da komme ich ja ohnehin hin. Vor allem, weil ich ja sowieso eigentlich ja dafür, was ich dann danach noch freischalten werde, das wird auf jeden Fall noch richtig geil, das könnt ihr mir glauben. Und vor allem wird das jetzt eine Todesqual für mich, wenn ich das machen darf. So, ich höre es doch. Ich höre es. Ich höre es. So. So, und jetzt reicht's mir aber hier. Du wirst geplättet, du Sau. Wow, Vorsicht. Ich wollte eigentlich meinen Bogen haben. Ja, das hast du davon. So, ich glaube, ich sehe das sogar hier schon. Oder auch nicht, das war...
So, jetzt. Ach, da vorne, da sehe ich es ja. So, dann holen wir uns mal noch schnell den Greifhaken hier ran. Okay, und zack. Und nehmen wir es uns. Gespenstschrecke. Okay, das ist ein falsches Insekt. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber wo ist jetzt das andere? Wo ist jetzt dann die goldene Heuschrecke hin? Das war keine Heuschrecke, also war das hier also das Falsche. Aber wo war jetzt das letzte hin? Ich dachte eigentlich, ich würde das bei der Eldenbrücke irgendwo finden, aber Mann, das war ja voll der Fail eben. Schade eigentlich. Naja gut, aber immerhin, ich hatte recht, dass es ein Goldinsekt bei der Eldenbrücke gibt, aber ich wusste nicht mehr genau, welches es war, beziehungsweise, dass ich es schon hatte. Ah, Mann, Mann. Das ist natürlich ein bisschen übel. Ob ich das jetzt hier noch einfach so finde, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also es wird auf jeden Fall ein klein wenig dauern. Ich könnte wahrscheinlich noch den Rest des Parts in Anspruch nehmen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Sag mal, geht's noch eigentlich? Sag mal... Alles klar, so, die sind erstmal erledigt. So, dann nehme ich erstmal wieder ein paar Pfeile mit. Okay, jetzt muss ich aber mal überlegen, wo könnte das Ding jetzt nochmal sein? Oder vielleicht irgendwo hier bei den Felsen? Das könnte natürlich auch hinhauen. Ah, Mann. Da kann man mal sehen, das ist echt ein ganz schöner Mist hier, wenn man jetzt nicht mehr genau weiß, wo man überhaupt suchen muss. Aber mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück und ich finde hier noch was. Vielleicht hier so irgendwo... Ah, da vorne, da sehe ich doch was. Also, es geht doch, wenn man will, nicht wahr? Das muss ja jetzt die andere sein, also... Wow, verdammt. Oh, verdammt, die fliegt mir ja hier davon, das arme Stück hier, das kleine Stück hier. Los, komm, und zack, da haben wir dich. Die Heuschrecke männlich. Also, damit hätten wir es also geschafft. Wir haben jetzt also soweit alle Goldinsekten zusammen. Wo die restlichen sind, weiß ich ja noch. Das eine ist ja hier im Heiligen Hain, aber dafür brauche ich erst ein bestimmtes, ja, Objekt oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen muss oder erst, wenn ich da... Nee, das kann ich ja erst machen, wenn ich den nächsten Dungeon gemacht habe, wo ich jetzt den Schattenspiegel finde. Und, ja, das ist auch dasselbe Gebiet, wo ich jetzt dieses letzte Insektenpaar finde, was mir noch fehlt. Okay, das wäre erledigt. So, dann würde ich sagen, die restlichen 3 Minuten verbringe ich jetzt hier noch am Flussoberlauf, wo ich jetzt hierbei hingehen werde. Genau, dann werde ich das jetzt erstmal so machen. Ich werde jetzt erstmal die Kanufahrt machen, um die Bombentaschen aufzuwerten. Dann werde ich, denke ich, glaube ich, noch mal ein bisschen am Angelteich angeln gehen, um mir das Herzteil zu holen, was dort zu finden ist. Und dann mache ich... Tja, was mache ich da noch? Bin ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz sicher, weil... Ja. Ach ja, genau richtig. Ich wollte ja hier noch am Juliasee noch als Wolf ein Minigame machen. Wo ich ja auch noch ein Herzteil kriegen kann. Und ja, da kann man mal sehen, ich habe noch echt eine Menge zu tun, bevor ich hier noch mit der Story fortfahren kann. So, und hopp, ab dafür. So, dann werde ich mich jetzt erstmal hier mal wieder den Fluss runtertreiben lassen. Oh, ich gucke schon auf die Uhr. Das mit der Kanufahrt schaffe ich ja gar nicht mehr. Aber wenigstens kann ich schon mal dahin schwimmen. So, Oberlauf, Zorafluss, da sind wir auch schon mal richtig hier. So, wenigstens ist jetzt dieses Mal Tag. Ich wollte das eigentlich ja schon vorher machen, aber leider ist immer jedes Mal Nacht gewesen und war ja der Laden irgendwie gar nicht offen. So, da vorne steht sie ja sogar schon. Ich glaube, ich kann sie ja nochmal anquatschen. Deswegen einfach mal kurz mal reden, ob sie jetzt schon sagt... Oh, verdammter Mist. Wirklich hier verwandeln, oder? Damit würdest du die Leute nervös machen. Mann, ey, das ist nicht cool. Mensch, toll, ich kann mich jetzt nicht verwandeln, weil jetzt diese Dinger kommen. Na gut, dann werde ich wenigstens das erstmal noch zum Schluss erledigen. Aber ist das gerade nicht so ganz einfach, wenn ich mich nicht in einen Wolf verwandeln kann? Und es sind nur zum Glück 3 Stück. Ah, also. Ah!
So, und erledigt. Wow, sogar nur mit einem Schlag in der Wirbelattacke. Das wäre ja total einfach. Super, dann habe ich ja wenigstens auch hier wieder was zum Porten. Oh, geschafft. Hilfe! Wer bist du denn? Wie schaffst du es nur bei einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Ach, sowas ist für mich alltäglich schon sozusagen. Du bist doch einer von den Guten? Aber logisch. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Okay, wie du willst. Oh, habe ich keine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erst einmal vielen Dank. Ich bin Tina. Ich verleihe hier Boote. Aber herabgestützte Felsen haben den Fluss blockiert, deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch kein Problem sein, etwas dagegen zu unternehmen, oder? Oh. Na dann muss ich mich wohl mit einem neuen Schicksal abfinden, aber schau bei Gelegenheit trotzdem mal wieder vorbei. Ja, das würde ich mal sagen, mache ich beim nächsten Mal. Hier vorbeischauen und der guten Tena hierbei helfen, dass sie wieder ihren Bootsverleih in Betrieb nehmen darf. Gut, das mache ich aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Let's Play Zelda Twilight Princess. Bis dann, Freunde, und tschüss!